Jo Leute, was geht? Ich wollte noch ein kleines Video machen zu dem neuen Touriga, was so reingekommen ist. Und zwar der Renault. Haben wir uns noch nicht angeguckt. Es kamen ja drei neue Fahrzeuge und der fehlt noch. Zudem habe ich nicht mehr geschafft, vor meiner Weisheitszahn-OP ein Video aufzunehmen. Deswegen machen wir das heute. Und ich wollte jetzt mal testen. Ich habe jetzt gerade noch die Klimaanlage laufen. Ich will mal gucken, ob man das hört im Video oder nicht. Okay, soll das Test reichen? Ich mache die jetzt mal wieder aus. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe jetzt halt das neue Mikrofon, deswegen wird man es jetzt nicht mehr so hören wie früher, vor ein paar Jahren noch, oder ja, vor einem Jahr. Im Sommer habe ich ja die Klimaanlage laufen gehabt, da war das auf jeden Fall... Ich habe aber bei den meisten Videos extra das Ding ausgemacht. Aber okay, wir gucken uns heute mal das neue Touriga an hier. So, Renault hier rein. Es ist erst der zweite Renault. Es gibt nur den für Street Race und jetzt halt den neuen RS01. Kennt vielleicht der ein oder andere, der Gran Turismo zockt, weil den Wagen gibt es da im Spiel. Und von da kenne ich ihn auch, sonst habe ich ihn ja eigentlich noch nie irgendwo gefahren. Ich glaube, selbst da habe ich ihn nur gesehen und nicht gefahren. Ja, wir gucken mal. So, ich vermute mal, dass man da nicht viel dran tunen kann, aber... Was willst du auch da machen? Es ist sowieso ein Touring-Car, da kannst du ja optisch eh nichts machen. Vielleicht die Felgen oder so. Aber das sieht... Ich sag's euch, das Ding sieht richtig nice aus. Ne? Ich fand das, wo ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, dass der im Spiel reinkommt. Ich habe den zwar mal irgendwo so flüchtig in Gran Turismo gesehen, aber da habe ich jetzt auch nicht so interessiert. Aber jetzt, wo ich den jetzt hier gesehen habe, dass der ins Spiel reinkommt, also bevor der reingekommen ist, fand ich schon mega nice. Ich hatte ja ein Video hochgeladen, wo man sehen konnte, wie der aussieht. Das ist halt schon echt ein geiles Auto. Ich hoffe, der fährt so, wie er aussieht, weil dann könnte es einer der besten Touring-Cars sein. Mal gucken, mal Farbe. Oh, es gibt sogar Standardfarben von... Oha. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, oder rot-matt, ne, habe ich jetzt hier gerade. Auch irgendwie ganz geil. Ich habe so voll wenig matte Autos. Eigentlich hätte ich mal Bock auf ein mattes Auto, ne? Sieht schon nice aus. Wir machen das mal so. Und dann packen wir einfach... Oh, wenn es ein Touring-Car ist, noch roten Rauch drauf hier. Rotes Nitro. Ich hätte ja übrigens mal gerne normales rotes Nitro und nicht hier dieses dunkle Punch. Aber noch gab es noch nicht im Shop. Scheiben machen wir einfach so. Sieht voll geil aus. Passt jetzt gerade. Und das war's schon. So, ein bisschen Leistung können wir noch reinhauen. Man kann jetzt gerade noch nicht sehen, wie viel Power das Ding hat, weil es steht noch Strich, Strich. Aber wir können ja mal eine Bremsscheibe einbauen hier. Dann können wir es sehen. Der hat 550 PS Standard. So, und du kannst es fast noch verdoppeln auf 930 PS. Nicht schlecht. Weil ich hoffe mal, dass der wirklich so fett wieder aussieht. Na, wir gucken erstmal kurz, was der für einen Motor hat hier. So, da steht er. Also ich finde den wirklich geil, den Matt. Ich mache halt so wenig matte Autos, weil meistens sieht das irgendwie, wenn man dann mit dem Auto draußen ist, voll komisch aus. Aber ich finde, hier geht's eigentlich gerade, ne? Stand Sound. Schon mal nicht schlecht. Hört sich schon mal wie V6 an, aber mal gucken. Auf jeden Fall hat der Turbo da, Digga, so fühlt sich schon mal fest. Das hört sich an wie, ich weiß jetzt, bin mir nicht sicher, Reihe 6 oder eher, ich glaube eher V6, ne? Digga, hier drin, es ist halt ein Touriga, ne? Aber das ist halt schon krass, ne? Rechts sieht man die Kopfstütze, links sieht man auch die Kopfstütze. Kannst einfach gar nicht rausgucken. Das kleine Ding da unten ist übrigens das Lenkrad hier. Okay, fahren wir kurz mal ein bisschen fahren. Ja, Touriga, die Gänge, Alter, die sind auch sofort drinnen, ne? Kupplung, was ist das, ne? Kann man das essen? Alter, der Turbo-Sound, wenn du drauflatscht, ne? Der pfeift ja mal komplett durch. Achte mal drauf. Und wenn ich nicht Gas gebe, hörst du es nicht. Aber wenn du durchdrückst, schon... Du hast einfach voll dieses Pfeifen, und wenn du dann schaltest, Alter, dann kommt auch immer richtig so ein... Das hört sich schon mal richtig nice an. Ich hab mich gerade ein bisschen in die Farbe verliebt hier, ne? Mal Vollgas rein. Okay. Selten, dass wir die Kurve hier kriegen mit Vollgas. Aber es ist ein Touriga, ne? Aber. Also, eins können wir mal direkt festhalten. Ne? Ich glaube, es gibt
kein Touring-Car-Digger, was so eine geile Soundkulisse macht, hier mit Turbolader und so, ne? Also manchmal hast du so ein Turbo-Pfeifen und manchmal so ein Ausatmen, Alter, das ist voll nice, ne? Komm, ich hänge fest, wir gehen mal auf die Rennstrecke. Okay, wir fahren Golden Hills Every Zone Strecke, weil die habe ich immer genommen. Ich weiß nur immer noch nicht, welche andere Strecke ich immer gefahren bin, ne? Also vor 9 Monaten kam übrigens das letzte Touring-Car raus, da habe ich gerade nochmal geguckt. Vor 9 Monaten, Junge! Vielleicht ist es schon fast 10 Monate, keine Ahnung. Aber ich war ja, da bin ich Jersey noch gefahren. Muss gleich mal gucken. Ich glaube, wir hatten noch irgendwie Miami oder so, ne? Jersey war auf jeden Fall nicht so anspruchsvoll. Lenkung bespricht's. Ja, wohl, nee. Es ist wieder so ein Auto, du lenkst ein und der lenkt zwar sofort, aber er braucht ein bisschen, bis er die volle Lenkkraft am Start hat, ne? Aber ist jetzt nicht so schlimm. Wollte es mal einfach sagen. Bis jetzt fährt er sich ganz gut, ne? Bremse ist... Der kommt mit dem Heck, okay. Okay. Bremse... Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier! Junge, was machst du? Alter! Digga, wir kriegen keine Driftpunkte, Renault. Es gibt keine Driftpunkte hier. Alter, das ist ein interessantes Touring-Car auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm, wenn jetzt hier ein Touring-Car driftet. Ich bin früher immer Maserati MC12 gefahren. Der ist mittlerweile nicht mehr das beste Hypercar, Touring-Car. Aber früher war das Nonplusultra, da kamst du mit nix hinterher. Seitdem der Lamborghini Gallardo ein Update bekommen hat und der Ferrari 599 ins Spiel gekommen ist, sind die beide eigentlich besser. Du musst schon extrem gut mit dem Maserati fahren können, wenn du mit den anderen mithalten willst oder etwas schneller sein willst. Ja. Das Ding ist, ich würde ja gerne noch gleich mal am Ende gucken, was wir für eine Zeit gefahren sind. Aber ich bin hier mit dem Maserati meinen Rekord gefahren und das ist schon echt lange her. Also ich würde dafür wetten, wenn ich jetzt hier mit dem Gallardo oder dem 599 nochmal einen neuen Rekord machen würde. Also nochmal fahren würde, würde ich direkt einen neuen Rekord machen. Vielleicht schaffen wir es sogar mit dem Auto. Aber ey Leute, ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie lange ich hier schon wieder kein Touring-Car gefahren bin, ne? Ich meine, ich gebe mir zwar gerade Mühe, aber ich sehe jetzt schon, es gibt extrem viele Kurven, wo ich nicht wirklich viel bremsen müsste eigentlich, aber ich latsche hier voll rein. 33, 34, 34, 7. Wir gucken mal auf die Liste. Ja, okay. Das ist mein neuer Rekord jetzt mit dem Auto. Alles klar. Das geht aber noch schneller, ne? Also wir haben jetzt nicht alles rausgeholt. Aber der lässt sich schön fahren. Gefällt mir gut. So, das ist jetzt Miami... Oh, scheiße. Miami Rennstrecke. So, es gibt zwei Miami, ne? Nicht die Every Zone, sondern die Rennstrecke. Ja, Mercedes, ramm mich ruhig. Nur weil du die scheiß Kurve nicht kriegst, ne? Dem Schrotthaufen, ne? Die Strecke ist das, Leute. So, jetzt muss ich mir mal versuchen zu merken. Also Golden Hills Every Zone... Und Miami Rennstrecke. Das sind die beiden, wo ich immer die Touring-Cars teste. Weil das sind Strecken, die sind schon ein bisschen anspruchsvoller. Und auf dem bin ich viel gefahren, also kann ich immer eigentlich ganz gut einschätzen, ob der Wagen mal taugt oder nicht. Also wie gesagt, dass er hier so ein bisschen mit dem Heck weggeht, das könnte den einen oder anderen von euch stören. Der macht das jetzt nicht immer, ne? Nicht in jeder Kurve, habt ihr gerade gesehen. Aber so enge Kurven ist dann schon... ein bisschen driften angesagt. Jetzt hier vielleicht auch wieder. Mal gucken. Ja, nö, gar nicht. Geht noch. Das da geht eigentlich, ne? Übrigens, die Leute, die bei mir im Discord drinne sind, für den Wagen gibt es schon Profi-Einstellungen, Freunde. Und ich sag's euch, wie es ist. Der Wagen ist jetzt schon Bombe. Der ist wirklich so eine Mischung aus Gallardo und 599, ne? Wer die beiden mal gefahren ist von euch, der kann sich dann vielleicht vorstellen, wie der sich so fährt. Also der Gallardo und der 599 sind auf jeden Fall die beiden besten Touring-Cars. Die fahren aber irgendwie unterschiedlich. Ich finde der 599, der ist so ein bisschen stabiler noch, ne?
Und der Gallardo kommt ein bisschen mit dem Heck. Dafür ist der 599, aber der geht so geil in die Kurve rein, dass du gefühlt nie bremsen musst. Der Gallardo nicht so ganz so krass beim Einlenkverhalten, driftet aber dafür ein bisschen. Der kommt ja auch gut in die Kurve rum. Und der ist so ein Mittelweg von den beiden, ne? Vielleicht das optimale Touring-Car für... Ui, okay, da waren wir sich still. Macht doch mal Bock, Alter, das macht Bock. Also vielleicht das optimale Touring-Car für jemanden von euch, der Gallardo und 599 Ferrari schon gefahren ist und sich nicht entscheiden kann. Vielleicht ist das dann euer Auto hier. Der ist echt gut, ne? Das muss man wirklich sagen. Der ist echt gut. Das könnte mit Profi-Einstellungen, ne? Weil der hat so ein paar... Es gibt so ein paar Stellen, wo man was rausholen könnte, ne? Dieses leichte Rutschen könnte den einen oder anderen stören. Das könnte man da auf jeden Fall mit beheben. Würde ich auch echt gerne mal ausprobieren. Vielleicht gibt es mal in naher Zukunft eine Liste bei Live Battle, wo man nur Touring-Car bzw. Pro Racing fahren muss. Dann werden wir den mal benutzen. Der gefällt mir echt gut. 3 Minuten 6. 3 Minuten 6 glatt. Ich guck mal auf die Zeit, aber ich glaube, ich war schon mal schneller. Tatsächlich nicht. Mein persönlicher neuer Rekord mit dem Auto hier. Vorher hatte ich wahrscheinlich auch einen Rekord mit dem hier Maserati. Guck mal, ich bin mit dem Account 3.9 gefahren, Junge. Und wir fahren, ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit dem Maserati schon ein paar Mal auf der Strecke gefahren, ne? Da habe ich nicht mit dem Maserati nur eine Runde gemacht und hab dann, ne, First Try. Also die Rundenzeit hier mit dem Maserati war nicht First Try. Und wir fahren jetzt mit dem Renault einmal. Und ich bin voll lange kein Touring-Car gefahren. Und wir machen direkt einen neuen Rekord. Und wir fahren ohne Profi-Einstellung, Leute. Also das ist schon heftig. Komm, wir machen nochmal eine kleine Runde hier. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Der Wagen macht Spaß. Ich fahr echt auch gerne Touring-Car, ne? Jersey-Rennstrecke machen wir nochmal. So, Jersey-Rennstrecke. Ah, das ist die, wo immer Regen ist, ne? Okay. Aber die ist eigentlich auch ganz cool. Bei mir gibt es auch so eine etwas längere Gerade mit einer langgezogenen Kurve hier, ne? Da kann man auch mal ein bisschen schneller fahren. Guck mal, wie schön der sich hier runterzieht, ne? Richtig schön. Geht direkt nach unten rein. Ich hatte vorhin noch gedacht, so, ah, die Bremse, ah. Aber guck mal, der packt schon gut, ne? Packt schon gut. Das Einzige, was ich jetzt mir, also... Ich weiß ja nicht, was ihr für einen Fahrstil habt, aber ich habe halt einen Fahrstil, ich bremse immer in der Kurve und nicht vor der Kurve. Ist eigentlich falsch, so sollte man nicht fahren. Eigentlich vor der Kurve bremsen, aber ich weiß, ich fahre immer so. Und für mich... Guck mal, wie der sich runterzieht, ne? Wenn du voll einlenkst, dann ist er einfach da unten. Die Lenkung ist echt gut. So, und auf jeden Fall, stelle ich mir bei mir in den Profi-Einstellungen immer ein, Bremsverteilung auf die Mitte. Weil ich bei den meisten Autos das Problem habe, wenn ich in der Kurve bremse, dass die dann untersteuern. So, bei dem Wagen ist es so, der ist fast auf dem Nullpunkt. Der übersteuert nicht, wenn ich bremse in der Kurve. Und untersteuert nur ganz, 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 ganz leicht. Also wenn ich müsste mir auf jeden Fall noch hier die Bremsverteilung anpassen, damit ich mit dem Wagen perfekt fahren kann. Aber guck dir das an, ich drücke voll durch mit dem Gas und er zieht sich trotzdem nach unten. Das heißt schon echt, dass eine gute Kurvenlage am Start ist. Und hier für die Kurve, Bremsen packen auch geil. Hier rutscht er leicht weg. Ich denke mal, in den Profi-Einstellungen sind auch die Stabilisatoren erhöht. Das könnte das alles so ein bisschen vermindern. Und ein bisschen mehr Stabilität geben dann. Die Rundenzeit wird jetzt hier nicht Bombe, weil dafür bin ich jetzt zu schlecht gefahren. Aber das macht Spaß. Also ich fahre wirklich gerne Touring-Car, ne? Ihr seht bei mir fast nie Touring-Car, weil es gibt halt nicht viele Touring-Car-Autos und du kannst halt leider nichts an den Fahrzeugen tunen. Deswegen gibt es halt auch nicht so viel hier mit Touring-Car. Aber an sich so fahre ich das schon gerne. Also wenn ein Kollege irgendwie sagt so, yo, ey, ich brauche noch einen Nitro-Mischer in Touring-Car und der muss halt noch farmen, dann bin ich auf jeden Fall sofort am Start und dann fahre ich auch gerne hier mal 10 Stunden Touring-Car, habe ich kein Problem mit. Macht mir mega Bock.
72 wahrscheinlich, oder? Okay. Wir sind nicht der Beste aus der Liste, ne? Aber du musst immer noch vor dir vor Augen halten. Ich habe lange kein Touriger gefahren, aber wir sind das First Try gefahren. Das ist schon echt gut. Also, ich sag's euch so, wie es ist. Das Ding gehört auf jeden Fall zu den besten Tourigas. Also, Top 3 können wir jetzt schon mal so festhalten. Gallardo, also Lambo Gallardo, ne? Ferrari 599 und jetzt der Renault RS. Top 3 Tourigas. Safe. Es könnte sein, dass der sogar das Beste wird. Ich muss es nochmal testen. Ich müsste nochmal richtig intensiv in einem Livestream oder so mal richtig 10 Runden oder so mal mit allen Autos fahren und da mal richtig Hardcore-Test machen. Und dann mache ich mal ein schönes Vergleichsvideo noch. Beste Touringcar oder so. Ich wollte eh mal ein Video machen. Beste das. Machen wir noch. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich werde mir noch den Trailer von dem neuen Update angucken, was heute kommt. Also jetzt gerade, ich nehme es jetzt heute hier am 12. Mai auf. Wir haben es gerade 3:30. Um 13 Uhr muss ich live streamen. Das wird schon wieder nichts mit Schlafen heute. Ich sehe das schon. Und bevor jemand fragt, Leute, ich werde natürlich noch ein Video machen zum Motorpass, wo ich den wieder komplett für euch durchkaufe und wir gucken uns alles an. Aber da müsst ihr euch noch mindestens einen Tag länger gedulden als normalerweise. Es wird erst Donnerstag kommen wahrscheinlich. Aber egal, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, immer schön R2 durchdrücken. Haut rein. Ciao.